Otto Lilienthal, der Segelflug. Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde. Ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen. Sie werden heute wenig vermittelt, sie sind für uns aber wichtig. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor. Hier ist die Übersicht in alphabetischer Reihenfolge. Ich schildere ihre Biografien und ihre Arbeit. Eine ausführliche und begründende Einleitung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel stellt Otto Lilienthal vor, seine Biografie und die Entwicklung des Segelfluges. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Karl Wilhelm Otto Lilienthal wurde am 23. Mai 1848 in Anklam in Vorpommern geboren. Er stürzte leider am 10. August 1896 bei einem Gleitflug bei Berlin mit 48 Jahren tödlich ab. Otto Lilienthal war ein visionärer Flugpionier, der mit wissenschaftlicher Genauigkeit und persönlichen Experimenten die Grundlagen für das Fliegen der Menschen legte. Otto Lilienthal wurde als erstes von 8 Kindern des Kaufmanns Gustav Lilienthal, 1817 bis 1861, und dessen Frau Caroline, eine geborene Pole, in Anklam geboren. 5 Geschwister starben schon in der Jugend. Sein Vater war mathematisch und technisch begabt, die Mutter hatte Musik studiert. Der Vater starb plötzlich, als Otto Lilienthal 12 Jahre alt war. Die verwitwete Mutter ermöglichte ihren Kindern eine gute Ausbildung. Otto und sein jüngerer Bruder Gustav, 1849 bis 1933, hier im Alter im Bild zu sehen, besuchten das Gymnasium in Anklam. Beide Brüder ergänzten sich und waren lebenslang freundschaftlich verbunden. Otto Lilienthal besuchte danach ab 1864 die Potsdamer Provinzialgewerbeschule, heute ist das das Humboldt-Gymnasium in Potsdam, und begann ein Praktikum bei einer Berliner Maschinenfabrik. Er studierte Maschinenbau von 1867 bis zum Abschluss 1870 an der Gewerbeakademie Berlin, später wurde daraus die TU Charlottenburg. Am Deutsch-Französischen Krieg nahm Lilienthal als einjährig Freiwilliger teil. Die Brüder Lilienthal führten 1867 und 1868 Experimente zum Auftrieb durch Flügelschlag durch. Das Bild zeigt die Versuchsanordnung. Die damalige Physik, namentlich der berühmte Hermann von Helmholtz, hielt ein Fliegen durch menschliche Muskelkraft alleine für unmöglich. Ein solches Muskelkraftflugzeug konnte tatsächlich erst 1970 mit modernen Leichtbauwerkstoffen verwirklicht werden. Die ersten Versuche der Brüder Lilienthal, um mit einem eigenen Unternehmen Geld zu verdienen, waren nicht erfolgreich. Eine Patentanmeldung für einen Stirlingmotor wurde abgelehnt. Ein Patent für eine Schrämmaschine zum Abbau von Gestein in Bergwerken wurde zwar erteilt, sie brachte jedoch keinen wirtschaftlichen Erfolg. Otto und Gustav Lilienthal entwickelten 1879 einen Baukasten für Kinder mit Mineralsteinen aus Quarzsand und Leinöl, hier im Bild zu sehen. Er wurde ein Erfolg und zum Klassiker in den Kinderzimmern. Die Vermarktung konnten Otto und Gustav finanziell nicht schultern. Sie verkauften das System. Die Ankerwerke in Rudolstadt in Thüringen produzieren diese didaktisch guten Anker-Steinbaukästen heute wieder erfolgreich. Das Bild zeigt ein schönes, ein typisches Modell. Anmerkung: Durch die wechselnden Zeiten durchlebten die Firma und die Baukästen Änderungen, werden aber heute wieder produziert. Das Bild zeigt eine kleine und vor allem sehr sichere Wanddampfmaschine, mit der Otto und Gustav Lilienthal ab 1881 den wirtschaftlichen Durchbruch schafften. Ihre Firma wuchs auf 60 Mitarbeiter an.
Sie wurde vorbildlich nach Prinzipien von damals fortschrittlichen Sozialreformern geführt. Die Arbeiter wurden bereits ab 1890 am Gewinn beteiligt. Die Dampfkessel- und Maschinenfabrik Otto Lilienthal in Berlin existierte bis zum Ersten Weltkrieg. Zum familiären: Otto Lilienthal heiratete 1878 in Freital in Sachsen Agnes Fischer, 1857 bis 1920, die Tochter eines Bergmannes, mit der er 4 Kinder hatte. Beide waren musikalisch und fanden durch Klavier und Gesang zusammen. Otto und sein Bruder Gustav führten neben der Firma theoretische Vorarbeiten zum Menschenflug durch. Hier eine schöne Zeichnung von Otto Lilienthal selber von segelnden Störchen. Sie untersuchten ab 1874 systematisch den Auftrieb und den Vortrieb an Flügeln mit einem eigens entwickelten Rotationsapparat, einem Vorläufer des heutigen Windkanals. Die schwach gewölbte Flügelform der Vögel wies bei ihren Versuchen die günstigsten Widerstandswerte auf. Die Grafik deutet den Vorteil dieser Flügel an. Bei einer nur geringen Zunahme des Luftwiderstandes gegenüber ebenen Flächen ergibt die Form ein Vielfaches an vertikalem Auftrieb. Otto Lilienthal veröffentlichte 1889 die gesammelten theoretischen Erkenntnisse in dem Buch »Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst«. Wir sehen hier eine charakteristische Seite daraus. Dieses Buch wurde für 2 Jahrzehnte zum theoretischen und praktischen Standard für Flugpioniere. Die Gebrüder Wright zum Beispiel nutzten es intensiv und lobten es. Nach der Theorie schien Otto Lilienthal jetzt die Zeit für die Praxis reif zu sein. Er führte ab 1891 selber Gleitflugversuche durch. Der Bruder Gustav beteiligte sich daran nicht. Die Gleiter wurden durch Gewichtsverlagerung gesteuert, das musste man erst erlernen, wie man es hier im Bild ahnen kann. Das hier gezeigte Exemplar eines Gleitflugzeuges wurde nach Amerika verkauft. Der sogenannte Normalsegelapparat war das erfolgreichste Modell seiner Gleitflugzeuge. Als erster Flugapparat der Welt wurde er von 1894 bis 1896 in einer kleinen Serie in Lilienthals Maschinenfabrik gebaut und für 500 Mark verkauft. Die Werbebroschüre hier im Bild lädt dazu ein. Hier ist es. Das ist das erste Bild eines fliegenden Menschen. Otto Lilienthal benutzte ab 1891 eine Sandgrube bei Derwitz, das ist heute ein Stadtteil von Werder an der Havel, für Sprünge und Gleitflüge mit dem Derwitzer Apparat bis 25 Metern Weite. Jeder Flug wurde exakt dokumentiert und der Flugapparat ständig verbessert. Otto Lilienthal flog ab 1892 auch in Sandgruben in Steglitz. Er schüttete 1894 in Berlin-Lichterfelde einen 15 Meter hohen Hügel auf, den heute noch existierenden sogenannten Fliegeberg, hier im Bild zu sehen. Seit 1932 bildet er ein Parkgelände und ist mit einem Denkmal gekrönt. Otto Lilienthal führte insgesamt etwa 2500 Flüge durch, von 80 Metern bis zu 250 Metern Länge. Dieses Bild zeigt einen erfolgreichen Flug in 1895, damals bereits Routine. Das tragische Ende kam am 9. August 1896. Otto Lilienthal stürzte mit seinem Normalsegelapparat bei Stölln am Gollenberg im Havelland aus 15 Metern Höhe aufgrund einer thermischen Ablösung ab. Bei diesem originalen Bild des Unglücksapparates können wir ahnen, dass der Pilot damals fast nicht geschützt war. Otto Lilienthal brach sich beim Aufprall den 3. Halswirbel. Zunächst glaubte er, dass die Verletzung nicht so schlimm sei. Er wurde noch bei Bewusstsein liegend nach Berlin transportiert, fiel aber während des Transportes ins Koma. Lilienthal starb am folgenden Tag, dem 10. August 1896, in der Berliner Universitätsklinik. Vermutlich handelt es sich um eine Hirnblutung.
Seine Frau Agnes, 1857 bis 1920, und er sind in einem Ehrengrab in Berlin bestattet. Otto Lilienthal, nun zum zweiten Teil, zum Werk und dessen Wirkung. Otto Lilienthal entwickelte insgesamt 21 Flugapparate, darunter auch Flügelschlagapparate, heute Ornithopter genannt. Das Bild zeigt eine Auswahl davon. Die meisten Modelle waren Gleitflugzeug, zuletzt kamen auch zwei Doppeldecker dazu. Es handelte sich bei allen um Holzflugzeuge mit 6 bis 10 Metern Spannweite, mit Rahmen aus Weidenholz und gewachster Baumwollstoffbespannung, das sogenannte Shirting, von Englisch Shirt, das Hemd. Otto Lilienthal entwickelte neben normalen Gleitflugzeugen ab 1895 auch zwei verschiedene Doppeldecker bis 7 Meter Spannweite. Hier sehen wir ihn im Flug. Er erprobte ab 1893 auch Flügelschlagantriebe mit einem sogenannten Kohlensäuremotor, einem Gasexpansionsmotor. Otto Lilienthal publizierte regelmäßig seine Ergebnisse und führte eine umfangreiche Korrespondenz. Er wurde bei seinen Flügen von zahlreichen Pionieren aus dem Ausland besucht. Im In- und Ausland wurden seine Berichte und die Fotografien von Wissenschaftlern und auch von der Bevölkerung mit Begeisterung verfolgt. Wir sehen hier eine hübsche, moderne Fluganimation als Ersatz lange vor der Erfindung des Films. Noch ein Wort zur historischen Vorgeschichte. Vor Otto Lilienthal, hier im Bild mit seinem Standardgerät, gab es vereinzelte, manchmal aber wenig glaubhafte oder auch mythische Berichte über Flugversuche. Der allererste Beginn wird mit ungesteuerten Drachenflügen im alten China angenommen. Am meisten verkannt von den Vorläufern ist vermutlich der Schneider von Ulm, Albrecht Ludwig Berblinger, 1770 bis 1829, mit seinem unglücklich ausgegangenen Flugversuch von 1811. Verschiedene Umstände standen gegen ihn, besonders der Zeitdruck und das Wetter. Spätere Untersuchungen haben erwiesen, dass sein Fluggerät durchaus flugtauglich war. Otto Lilienthal war aber der erste Mensch, der erfolgreich viele kontrollierte Gleitflüge durchführte, wie hier 1894. Er legte das theoretische Fundament für das Fliegen schwerer als Luft, also nicht für die Luftschiffe oder Ballons. Lilienthal überprüfte seine theoretischen Berechnungen im Experiment und verbesserte die Fluggeräte systematisch. Auf seinen Studien bauten alle folgenden Flugpioniere auf. Der erste Motorflug wurde von den amerikanischen Brüdern Wright 1903 durchgeführt, die sich ausdrücklich auf ihn bezogen. Hier im Bild fliegt ein original nachgebauter Lilienthal-Gleiter in ihrer amerikanischen Heimat, allerdings auf der anderen Küstenseite. Sein Hauptgerät, der Normalsegelapparat Lilienthals, wurde 2019 vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt originalgetreu in Anklam nachgebaut und geflogen. Wir sehen ihn hier im Test im Windkanal. Sein Flugverhalten wird als sicher beurteilt. Der Erfinder Otto Lilienthal, hier sehen wir ihn als Flugpionier im Verkehrsmuseum Dresden. Der Erfinder erhielt 25 Patente, nur 4 davon für Flugzeuge. Originalapparate und Teile des Nachlasses von ihm finden sich in Museen in München, Anklam, Wien, London, Washington und Moskau. Mehrere seiner Modelle gibt es auch als originalgetreue Nachbauten. Zu den Würdigungen. Nach Otto Lilienthal sind zahlreiche Straßen, Plätze und Gesellschaften benannt. Denkmäler entstanden an seinen Abflugstellen, wie hier auf dem Fliegeberg in Berlin-Lichterfelde. Der Berliner Flughafen Tegel trägt seit 1988 seinen Namen. Otto Lilienthal war ein praktischer Flugpionier mit Visionen. Er sagte in mehreren Schriften voraus,
dass die zivile Luftfahrt von ihrem Wesen her Ländergrenzen überwindet und damit zur Verständigung der Völker und zum dauerhaften Frieden führen wird. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Allgemeinwissen und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Otto Lilienthal, wagemutig und erfinderisch waren und die Welt der Technik entscheidend vorangebracht haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.